Servus, ihr guckt den FV YouTube Channel und heute mal im Review eine Waffe, die aus Privatbesitz ist, die in meinem Besitz schon seit 2 Jahren besteht, und zwar die PDR-C von der Firma Magpul, beziehungsweise mit dem Design von Magpul hergestellt von der Firma Ares. Und was das Ding alles drauf hat, zeige ich mal gleich nach dem Intro. Beginnen wir wie immer mit dem ersten äußerlichen Eindruck, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt in einem schön bedruckten Karton mit zahlreichen Aufschriften vom Hersteller und von der Waffe selbst. So finden sich zum Beispiel das Magpul-Logo, eine Magpul-Aufschrift und natürlich die Typenbezeichnung, in dem Fall PDR, und ein Aufdruck von der Waffe selbst. Wenn man den Karton aufmacht, fällt einem sofort auf, dass die Waffe sehr gut geschützt ist. Im Karton befindet sich einmal die Waffe natürlich selbst, ein Mid-Cap-Magazin, das fasst insgesamt 75 Schuss, eine Broschüre, Bedienungsanleitung und ein kleiner Magazinclip. Kommen wir nun schnell zu ein paar Real Facts von der Waffe. Die PDR-C ist entwickelt worden von der Firma Magpul bzw. Firearms aus den USA und wurde 2006 zum ersten Mal vorgestellt. Die Entwicklungszeit belief sich dennoch bis 2011, um diese Waffe sehr flexibel zwischen Pistolen und den normalen Karabinern einzusetzen. Setzte man hier auf die Bullpup-Bauweise, das heißt, das Magazin ist hinter dem Abzug. Man kann diese Waffe aber dennoch sehr, sehr gut verwenden, da sie Standardmagazine frisst, dementsprechend das Kaliber 5,56 x 45 mm NATO. Genug zum realen Vorbild, kommen wir jetzt zur Airsoft-Version. Die Airsoft-Version ist hergestellt, wie schon angesprochen, von der Firma Ares im Kaliber 6 mm. Das Ganze ist ein SAEG-System, das heißt Semi-Only in Deutschland. Die Energie wird angegeben mit 1,1 Joule, das haben wir natürlich im Schuss bzw. im Chronotest dann für euch nachgekront. Die Gesamtlänge der Waffe liegt bei 495 mm. Trotz der recht kurzen Größe können wir trotzdem auf einen Lauf von 270 mm zurückgreifen. Grund dafür ist die Bullpup-Bauweise. Das Gewicht, trotz dieses kleinen schnuckligen Größe, liegt bei 2100 Gramm. Die Gearbox, was im Inneren verbaut ist, zeige ich euch später noch. Das ist ein Custom-Typ. Ich habe noch selten so einen Klumpen an Gearbox gesehen, ehrlich. Und der Preis liegt bei 395 Euro. Kommen wir zur äußerlichen Verarbeitung. Die Schaftkappe hinten ist gummiert, dadurch sitzt die Waffe angenehm im Anschlag. Das Hauptgehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, was Stürze und Kratzer problemlos wegsteckt. Die Kleinteile wie Pins, Abzug oder sonstiges ist aus Metall gefertigt, genauso wie der Magazinauswurfknopf und das Patronenauswurffenster, was sich noch verstellen lässt. Das Magazin, was mitgeliefert wird, sitzt angenehm im Magazinschacht und rastet hörbar ein. Zum Auswerfen des Magazins einfach den Magazinauswurfknopf drücken oberhalb des Abzugs. Das Hop-Up lässt sich bequem einstellen durch Entfernen einer Abdeckkappe, die durch Drücken einer Nase an der Picatinny-Schiene gelöst werden kann. Der Akku wird im Handgriff untergebracht. Hierzu muss man schlichtweg einfach eine kleine Abdeckkappe entfernen und schon kommt das Kabel zum Vorschein. Sprechen wir noch schnell die Markings an. Vom Schützen auf der rechten Seite befindet sich eine kleine silberne Aufschrift mit PDA und einer Seriennummer. Daneben Kaliber Multi. Und auf der Schützen linken Seite befindet sich noch der Schriftzug Magpul Military Industries PDR Mod 01, ein PDRC-Logo und nochmal das Kaliber Multi. Kommen wir schnell noch zu den inneren Werten. Ich greife bei den inneren Werten hier wieder auf ein Bild zurück, der das Ganze gut sichtbar macht, was alles verbaut ist. Grund dafür ganz einfach, meine Waffe läuft momentan so schön und da möchte ich nichts dran verändern. Gut, kommen wir zum Inneren der Waffe. Die Gearbox ist ein Custom Type, wie schon angesprochen, ein einfacher Klumpen Stahl, der auf jeden Fall hohe Joule-Zahlen, wer möchte, auch problemlos mitmacht.
Die Gears sind hier aus Stahl gefertigt, die allerdings eine niedrige Übersetzung haben. Der Motor ist relativ schwach, zieht meines Wissens nach maximal bis 110er Federn auf und da tut es sich schon schwer. Die Feder ist hier, was verbaut ist, eine 100er Feder und der Spring Guide aus Stahl gefertigt. Hier kann man noch erwähnen, dass die Waffe über ein Schnellfederwechselsystem verfügt, mit dem man die Joule-Zahlen auf das jeweilige Spielfeld relativ schnell anpassen kann. Der Zylinder ist aus Edelstahl gefertigt, im Inneren des Zylinders dann noch ein Kunststoff-Zylinder-Head und ein Metallnozzle mit einem O-Ring. Der Piston ist aus Vollkunststoff gefertigt, lediglich der letzte Zahn ist ein Stahlzahn. Der Piston-Head ist mit 4 Ventilationslöchern versehen, was in meinen Augen wenig ist. Hier ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf nötig. Um noch schnell den Lauf und die Hop-Up-Kammer anzusprechen, die Hop-Up-Kammer ist aus Kunststoff gefertigt, dichtet aber dementsprechend trotzdem sehr gut ab. Der Lauf von Ares sind wie gewohnt 6,05 mm. Wir haben diese Waffe natürlich für euch wieder im Schusstest gehabt und im Chronotest. Was dabei rauskam von der Präzision auf 35 Meter mit 0,25 Gramm Bio-BBs. Das zeige ich mir euch jetzt. Kommen wir jetzt noch schnell zum Fazit von der Waffe. Die Waffe ist dadurch, weil ich sie ja schon seit 2 Jahren in Benutzung habe, hat sie schon so einiges mitgemacht. Und viele sagen immer Kunststoff, naja, okay. Aber ich muss sagen, der Kunststoff hier ist echt robust. Also sie ist mir schon öfters runtergefallen. Das sieht man teilweise hier vorne. Es ist nichts gebrochen. Ich habe noch keinerlei Probleme gehabt. Ich habe keinen Gearjam, gar nichts gehabt. In der Hinsicht, sie ist sehr robust, auch die Innereien sind sehr robust verarbeitet, sitzen perfekt, wie im Technikpart schon angesprochen. Einziges Manko ist der mangelnde Platz für den Akku. Das muss mich angreifen auf jeden Fall. Aber an für sich ist die Waffe echt top. Die Reichweite ist genial für so ein kleines Ding. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch das kleine Schnuckelchen hier bisschen näher bringen und dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit der Waffe und das war's von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, einen Daumen oder vielleicht sogar ein Abo. Ansonsten verabschiede ich mich, euer Holby FV. Macht's gut. Tschö mit Ö.